Vizekanzler und Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner, ÖVP, hat das Wort. Was die Tagesordnungspunkte oder mehrere zusammengefasste Tagesordnungspunkte anbelangt, hat der Herr Kollege Töchterle schon darauf hingewiesen und auch mehrere andere. Es spricht für die inhaltliche Qualität im Ausschuss, dass hier auch Anliegen der Opposition aufgenommen worden sind und wir mehrere qualitative Verbesserungen haben. Da geht es um den schon erwähnten Bereich der Veröffentlichungspflicht von Abschlussarbeiten auch an Privatuniversitäten, damit eine sehr positive Entwicklung. Es geht um die von der Frau Steger, aber auch anderen angesprochene Kompetenzerweiterung für die Ombudsstelle für Studierende. Also im Wesentlichen, dass man dort aktiver und kooperierender agieren kann, was den Kontakt mit Studierendenvertretung, aber auch Hochschulvertretung anbelangt. Und es geht um einige inhaltliche Klarstellungen, was die Studienförderung insbesondere im Kontext jetzt mit ausländischen Studierenden anbelangt, ohne dass es hier zu Verschlechterungen kommt, sondern zu Klarstellungen. Das sind die drei Punkte. Andere Punkte waren an sich nicht vom Thema erfasst, aber nachdem das so kurz ist, möchte ich durchaus dazu Stellung nehmen. Frau Kollegin Maurer, ich weiß nicht, Sie fordern immer ein, dass zum Beispiel der Universitätsbericht hier im Plenum diskutiert wird, wenn aber bei einem anderen Tagesordnungspunkt, wo Sie auch eingefordert haben, dass das hier im Plenum behandelt wird, nämlich die Nichterledigung im Wissenschaftsausschuss, was die Vorhaben im Bereich EU betrifft, auch Wissenschaft, und das dann diskutiert wird, dann haben Sie sich nicht einmal gemeldet. Irgendwie interessant. Das andere fordern Sie, war Ihr Antrag. Sie haben das gestellt, dass wir das nicht enderledigen sollten, und dann melden Sie sich gar nicht. Und nachdem das andere, was Sie hier besprochen haben, eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung steht, wollte ich Ihnen nur sagen, es war alles falsch. Es gibt, was also da in dem Zusammenhang die Vorgangsweise der Wittgenstein-Preisträger anbelangt, keine akkordierte Vorgangsweise, sondern inszenierte Vorgangsweise, waren nicht alle beteiligt und die Vorhalte sind auch unrichtig. Wir haben hier, was die Ärzte anbelangt, schon eine klare Vorgangsweise. Das, was die Medizinuniversitäten anbelangt, ist eben ein Teil auch der Leistungsvereinbarung. Die Angestellten, die Professoren, wer immer in der Medizinuniversität die Ärzte agiert und im Rahmen auch des klinischen Mehraufwands ihre Abgeltungen erhält, ist Teil einer jeden Leistungsvereinbarung. Und daher kann ich nicht einen Teil herausnehmen, einen anderen Teil nicht. Ich habe es Ihnen schon im Ausschuss erklärt, aber Sie wollten es nicht wahrhaben. Wenn man Umstrukturierungen, die seit 12 Jahren nicht vorgenommen worden sind, nicht erledigt, dann dürfen Sie das nicht mir vorwerfen. Dass ich irgendwo aber auch das Problem finanziell erledigen muss, ist klar. Dass es nicht zu Kosten der Universitäten geht, ist auch klar. Wenn wir die Ministerreserve, die auch für unerwartete Aufwendungen vorgesehen ist, zum Teil in Anspruch nehmen, warum ist der Vorteil überhaupt da? Weil es uns gelungen ist, im Vorjahr Forschung in den Finanzrahmen zu bringen. Das war vorher aus der Ministerreserve und teilweise aus der Nationalstiftung abgedeckt. Daher eine positive Lösung, die sollten Sie begrüßen und nicht kritisieren. Und zum Zweiten, auch was jetzt die Forschungsprämie anbelangt. Die Forschungsprämie geht in Richtung der angewandten Forschung zum Großteil in die Universitäten, es nutzt den Universitäten. Auch was andere Punkte anbelangt, die hier erwähnt worden sind, die Gemeinnützigkeit, was Forschung und Entwicklung anbelangt und Wissenschaft anbelangt, verbessert. Sie sollten auch sehen, und Sie mit der Steuerreform ist gestern nicht ausreichend bei Ihnen gelungen, festzustellen, dass die Mittel, die im Rahmen jetzt der Erhöhung Einkommen ab 1 Million höherer Steuerbetrag 55% dann zur Verfügung stehen, zweckgewidmet werden. Für was? Für Wissenschaft habe ich nichts von Ihnen gehört. Daher, wir dotieren Wissenschaft besser und wir haben ausreichend in Zeiten wie diesen, die knapp sind, was Budgets anbelangt, dafür Vorsorge getroffen, dass die Kontinuität gewahrt wird, dass die Mitarbeiter entsprechend ihre Aufträge erfüllen können. Und alles andere ist ein wirklich tolles Programm, dessen Finanzierung Sie mir bitte sagen wollen. Und zum Weiteren, Herr Kollege Hafenecker, auch da muss ich sagen, leider ist eine Themenverfehlung. Das ist nicht nur die Frau Konzlerrecht gehabt, nur weil irgendwo Ausländer vorkommt und Studienförderung, können wir nicht immer die Problematik dann klären, was jetzt da diese Asymmetrie ist Richtung ausländischer Studierender in Österreich. Das Thema ist schon lange angemerkt, lange bekannt. Sie haben es auch in Belgien und Frankreich, genau dieselbe Asymmetrie. Es ist schon verhandelt worden. Es besteht momentan keine Möglichkeit, eine Einigung zu erzielen. Wir werden es weiter probieren.
Na warum? Weil es da auch bestimmte Probleme auf der anderen Seite gibt, was Deutschland anbelangt. Und wenn jemand meint, dass man ein Gesetz machen kann, dass alle verpflichtet werden, in Österreich zu bleiben, weiß ich nicht, ist eine gute Idee, aber rechtlich halt nicht umsetzbar. Schauen Sie es einmal genauer an, wäre nicht so schlecht. In dem Zusammenhang muss halt dann jemand, wenn er Ärzte, die da ausgebildet werden, Mediziner, die da ausgebildet werden, dann muss er sich halt auch bemühen, dass die entsprechende Anreize in Österreich kriegen. Ja? Und wenn das gelingt, dann bemühen sie die Länder sehr, dann werden die auch da bleiben. Und dann hat die Medizinfakultät in Linz genau den Anspruch, den sie sich selber stellt. Aber das ist nicht nur der Anspruch der Ausbildung, sondern auch ein Anspruch in Richtung Forschung erfüllt. Bin optimistisch, dass das gelingen wird und zur Hebung der Qualität in Österreich auch in diesem Bereich beitragen wird. Dankeschön. Die Forschung sei in den Finanzrahmen gebracht worden, lobt Vizekanzler und Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner von der ÖVP. Wissenschaft werde besser dotiert.